Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von For the King mit mir und eurem MS Standard. Hallo! So, wir sind auf dem Weg zu dem letzten Schlüsselfragment. Das wird witzig hier mit den ganzen Giftdingern da im Sumpf, aber hier kam auch gerade ein Lehrer, da würde ich gerne mal hin. Mal gucken, was der so sagt. Oh, geht gar nicht. Du begegnest einem Meister, der bereit ist, dich Geheimnisse zu lehren, die seit Jahrhunderten weitergegeben wurden, aber ist zu teuer. Verdammt. Oh. Wir haben alle kein Geld dafür. Mist. Na gut, dann töte ihn. Was? Ja, warum? Wenn er keinen Nutzen hat, hauen halt um. Also ich könnte euch jetzt abholen. Ich bin auf dem Boot, kann euch abholen. Ja, das kann sich ja eh keiner Lehrer leisten. Ahoi und... Wo wolltest du nochmal hin? Was ist das denn hier? Da unten. Ein Schwarm Aras. Oh. Kommen wir dran vorbei? Nee, ne? Ich kann mich gerade... Ach so. Na, jetzt muss die gute... Landstead uns dran vorbeiführen. Landstead. Landstadt. Das wäre ein doofer Name. Tja. Wo wolltest du nochmal hin? Du hast irgendwo gesagt, an die Spitze und dann an Land ja, gehen? Ja, hier unten. Also da, wo die letzte Wolke quasi oben ist. Da, wo jetzt zwei kleine Inseln mit den Bäumchen sind. Dahin. Weil ich glaube, da geht es ein bisschen rein. Da kommen wir, glaube ich, noch dem Typen ein bisschen näher. Ja. Aber du bist jetzt dran, dann kannst du da jetzt auch hinfahren. Wenn es passt. Mal, ich fahre mal bis hier. Oh, na was haben wir denn da? Oh. Das kann ich ja mir noch einverleiben. Sehr Giftimmunität, schön. Ja, ich meine, klar. Na perfekt, dann sind schon zwei von uns komplett giftimmun. Ja. Dann müssen wir nur die andere dann schützen. Na, super. Ja, dann holst du dir das, ne? Ja, ich bin auch die Einzige, die tatsächlich kein Ding oben drin hat. Also ihr könnt es eh nicht holen. Wo müssen wir eigentlich genau hin? Na, mal sagen. Ach, da müssen wir hin. Da müssen wir dran vorbeifahren. Genau. Aber ich würde da gerne noch ran. Okay. Dann fahren jetzt müssen wir leider ein paar Zeitdinger vergehen lassen. Ja. Ja, halt mit der Geißel. Das jetzt müssen wir mal gucken, aber okay. Kann sie jetzt irgendwas machen? Nee, eigentlich nicht. Nee. So, jetzt hole ich mir das Ding da. Fluchimmunität gibt es auch noch mit dazu, habe ich aber eigentlich schon. Naja. So, verschreiben, was auch immer, warum verschreiben. Die Reinheit von Körper und Seele wird dein Schicksal entscheiden. Schön. Also ich bin jetzt im Körper rein. Ich bin immer gewaschen, quasi. Na wunderbar. Muss nie wieder duschen. So, ja, dann sind wir quasi jetzt hier richtig. Wie kommt man da... Oh, wir müssen echt auch durch die ganze Giftpampe, ne? Ist ja furchtbar. Ja. Na gut. Oder wir können vielleicht oben rumgehen. Da müssen wir nur durch ein Giftfeld. Stimmt, hast du recht. Obwohl, für uns ist ja egal. Wir können durchgehen. Wir haben kein Problem. Da boxe ich gerade mein Mikrofon um. Achso, verlassen, ja. Und du bist immun, also du könntest quasi gerade drauf zu. Obwohl ich Totenköpfe da habe, wenn ich da drauf klicke. Aber du hast die Dings, also eigentlich. Ich habe dir extra das Ding da gegeben, den Talisman. Da steht Giftimmunität, dürfte eigentlich. Na, aber ich gehe oben rum. Okay. Da müssen wir gegen einen Morling, Level 4 Mord. Geht ist ja okay, noch. Den schaffen wir. Ja, wenn auch nur zu zweit, aber das passt schon. Ja, das geht. Oh oh. Kann ich mal meine neue Waffe ausprobieren? Yay. Ja, dann zeig mal. So, was habe ich denn jetzt hier alles Schönes? Entzaubern. Oh, macht. Oh, wow, das mache ich guten Schaden. Wiederherstellen. Das ist für euch dann wahrscheinlich. Da steht gar nicht wirklich was. Kurieren. Ja, wahrscheinlich HP. Reflektieren. Wie funktioniert. Ah, ich kann jetzt jedem von uns ein Schutzschild drauf machen und dann wird der Schaden immer reflektiert. Ah, okay. Auch schön. Und ich kann auch unsere Geschwindigkeit... Jetzt bin ich totaler Supporter. Ich kann auch die Geschwindigkeit von jedem von uns erhöhen. Toll. Aber gerade brauchen wir ja nichts, ne? Naja, das wäre jetzt der Ersatz zum Zurücksetzen, ne? Quasi, ja. Jetzt sind wir halt schneller. Anstatt den Gegner langsamer zu machen. Ist schon was waren das denn für Rocktöne? Ja, die macht jetzt andere Musik. Also, das ist voll das coole Detail, ne? Die hört sich wirklich ganz anders an als die andere. Ja. Voll gut. Da sind schon echt viele Details in dem Spiel, die echt schön sind. Hallo, warum kippt der jetzt einfach um? Blödmann. Hey, 20 Gold. Oh, auch hübsch. Die hat immer noch keinen Bogen. Oh Mann, ey. Die Arme.
Naja, damit muss er jetzt klarkommen. Es ist nur die Frage, was passiert, wenn dieses Gesicht da jetzt gleich aufschlägt. Die Geißel. Ach stimmt, die ist ja, die habe ich schon wieder komplett vergessen. Oh Gott, das werden wir wohl gleich erfahren. Und wie? Oha, ich habe Angst. Der wird bestimmt stark. Man kann ihn ja nicht anklicken, leider. Na, irgendwas passiert da. Also, ist, glaube ich, jetzt kein Gegner an sich, aber... Mal sehen. Ich will es nicht erfahren, jetzt wissen wir es. Oh nein, der Henker ist erwacht. Okay. Der Henker, naja. Räuber und Banditen gibt es in diesem Land zuhauf. Zum Glück habe ich ein langes Seil. Ja, ist doch gut, wenn das für die Bösen ist. Also gegen die Bösen. Spieler werden von Geistern heimgesucht. Okay, das wäre ich nicht so schön. Dann sollten wir den vielleicht ausschalten, sobald wie möglich. Wo ist der denn? Kam der jetzt hier irgendwo auf der Karte? Ja, hier rechts, also nicht weit von uns entfernt. Ach so, ich kann... Ah! Aha. Okay. Level 6, naja, das ist machbar. Kannst du da hoch direkt? 1, 2, 3, 4. Zu unserem alten Ziel jetzt erstmal. Nee, hier zu dem Henker. Also ach, soll ich doch dahin? Rechts, ja, also bevor wir jetzt irgendwie jede Runde von irgendwelchen Geistern... Ist vielleicht nicht so schön. Ist das hier der Galgen? Ja. Okay. Ach, das ist auch eine Spukhöhle. Okay. Ich komme nur davor, aber nicht rein. Und jetzt habe ich auch so ein bisschen Angst hier mit dem vergifteten Land. Dann lauf doch außen rum. Ja. Solange wir es noch nicht getestet haben. Jetzt sehen wir es ja dann gleich, wenn wir da einmal... Oh, okay, jetzt kann ich theoretisch rein. Schöner Tag, wunderbar. Oh Gott, ich habe Angst. Okay. Immun. Ach, guck mal, das Feld verschwindet sogar. Das ist ja noch besser. Ei, ja, ist ja gut. Ja, perfekt. Dann brauchen wir uns ja am Landstand gar keine Sorgen machen. Oh Gott, dieser Name. Hallo? Okay. Boah, du hast mittlerweile echt viele Lebenspunkte. Krass. Ja, die schafft's auch nicht, verdammt. Oh. Okay. Du bist auf Kultgerät gestoßen. Na gut, machen wir gleich. Ja. Läuft ja nicht weg. Nö, nö. Ach, schön. Schöner Tag. Ach, jetzt habe ich wieder weitergerückt. Mann, das ist doof. Das muss... Oh nein, die Nacht. Mhm. Hallo. Oh Gott. Okay, ich gehe mal zum Galgen. Okay, Geißel bekämpfen. Ich kann auch nichts machen mit Fokus oder so. Das ist... Okay, hi. Ah, abtrünnige Banditen, die sich an den Schwachen vergreifen. Eure Strafe ist der Tod. Durch höchst unangenehme Methoden. Müssten wir nicht auf einer Seite sein? Ach Gott, sie lernen es einfach nicht. Wir machen erstmal die versklavten Seelen. Boah, der hat aber eine Menge HP auch. Das war doof. Scheiß gewürfelt. Ich buff uns gleich mal durch. Aua. Ja, die machen nicht so viel Schaden. Okay, was haben wir denn jetzt hier alles Schönes? Ah, ich könnte auch jemand, ich könnte mich mal heilen, aber noch nicht. Reflektieren ist auch schön. Okay, ich mache erstmal unsere Geschwindigkeit. Okay. Oder auch nicht. Beeindruckend. Ja, ich habe mich halt an einer Seite ein bisschen verzupft. Entschuldigung. Ach, jetzt war ich da noch aus? Nee, das geht aber nicht. Verdammt. Ah, das war jetzt echt eine Pechsträhne. Das war gut. Und tschüss. Okay. Was? Ach, Fluch. Fluch bin ich immun. Das ist schön. So. Versuch's jetzt trotzdem nochmal. Ja, wir haben immer noch zwei Gegner. Was machst du? Ich will die Geschwindigkeit jetzt mit Fokus. So. Jetzt klappt's auch. So. Okay. Jetzt sind wir schneller. Naja, immer noch gut, aber einer mehr, dann wäre er tot. Ja, naja. Jetzt ist er tot. Was? Autsch. Oh Gott, ich dachte, die ist tot. Die ist gerade so umgefallen nach hinten. Mhm. Okay, dann mache ich jetzt erstmal. Heilen? Ja, ich mache jetzt wieder herstellen. Kann ich alle? Nee, ich kann leider nur einen heilen. Nee, irgendwie... Okay, Wiederherstellung ist scheinbar nicht HP, das sondern Effekte. Jetzt aber nicht. Ich nehme an, das macht, wenn du verflucht wirst oder so wahrscheinlich, wiederherstellen. Ach Mist. Naja, gut. Schade. Puh, okay. Keine Geister mehr. Nee.
zum Glück. Aber die Rockmusik, die du jetzt spielst, die ist echt, die hat was. Ja. Ich fand das vorher auch schön, aber... Oh, sehr schön. Ich hab schon zwei. Wow. Todesmalimmunität. Okay. Hübsches Ding. Ja, naja. Oh, dann musst du das schöne Nilpferd absetzen. Das ist auch schade. Na, ich lass das erstmal auf. Vielleicht ist das was für dich. Ich weiß es nicht. Schau es dir an. Ja, ich glaube, ich hab... Moment. Ah, wäre mein Talent weg. Das ist auch blöd. Vielleicht eher Lenstedt. Was hat die denn? Die hat ja auch diese komische... Ach, die hat ja auch so ein krasses Ding. Stimmt. Ach, da haben wir auch die komplette Schockimmunität. Ja. Ah, auch schade. Hm. Plus eins Dann lassen wir es so, wie es ist, oder? Können wir verkaufen? Ja, vielleicht lassen wir es erstmal. Ich überlege bei mir noch, ob ich es vielleicht doch dann nehme. Aber erstmal würde ich jetzt so weitergehen. Das können wir später dann noch überlegen. Ja. Muss nicht jetzt sein. Aber was ist mit dir? Du hast nur noch 20 LP. Also ja, wir müssen jetzt einmal kämpfen, weil da ein Gespenst vor uns ist. Ja, ich muss dann auf jeden Fall heilen. Achso, ich bin ja auch dran. Ich habe schon wieder nicht gesehen. Ja, wir müssen, ne? Wir haben gar keine Wahl, ja. Okay. Ich kann erst kämpfen. Hm, okay. Nicht? Ja, doch, falsch? Klar. Nein, der ist auch alleine. Also. Das Gespenst von James Haseman Sinclair. Wow. Ob das Kickstarter sind? Hm. Vielleicht. Oh, guck mal, ist er gleich schon weg. Ja. So, sind wir alle einmal voll. Fast. Schön, das hast du gut gemacht. Tschüss. Dann sollten wir jetzt für den anderen zumindest gewappnet sein. Ist echt schön, der Sound. Toll. Wie, der hat gar nichts sonst? Nein. Ja, wir könnten das Kultgerät hier da oben noch mitnehmen. Hm. Ich mach mal hier die Dings weg. Ach, guck mal, da ist ja auch, habe ich ja gar nicht gesehen, Joniburg, da können wir uns ja auch heilen und so. Mhm, eine Stadt, ja. Nicht gesehen. Oh. Oh. Oha. 36%. Geht noch mehr? Nee. Nee. Na denn? Ah, versuchen wir. Mist. Schade. Na, mit Lenstedt könnte es noch klappen. Ja, Lenstedt kannst du ja hinkriegen mit Fokus. Komplett reinballern. Ah ja, stimmt, genau. Kann ja deinen Fokus wieder regenerieren. Sehr schön. Ah, ach, jetzt ist die Geißel weg. Na toll. Puh. Ist hier gerade Chaos? Nee, ne? Nee, haben wir auch nicht oben. Weil sonst wäre da so ein Totenkopf. Leben eventuell. Haben wir bisher noch gar nicht verloren. Ja. Gut, du bist einmal K.O. gegangen, aber ich glaube, das hatte darauf keine Auswirkung. Na, das K.O. gehen war ja durch mein Schreien da, was ich da aufgenommen hatte, auch ein Leben. Ja. Ja, nur noch leben. Sonst brauchen wir ja nichts. Yay! Sehr schön. So. Da ist ja auch so ein Viech im Weg. Aber das ist Level 5. Ja, dann kommen sonst auch nicht dran vorbei, ne? Ich würde auch gern... Wo, ich muss gar nicht unbedingt in die Stadt. Stimmt, brauche ich gar nicht. Wo ist unser Bossmonster? Warte mal, wo war der? Ach, da. Nee, da müssen wir eh vorbei, also... Jo. Naja, dann will ich jetzt erstmal hier das Monsterchen. Monsterchen, naja. Ja, der Kleine da. Der alte. Der hat schon eine dicke Keule. Der kann doch nichts. Achso, wir sind... Oh, das habe ich gar nicht gemerkt, dass du gar nicht dabei bist. Achso, wo bin ich? Warst wohl nicht in der Nähe. Na gut, kriegen wir hin. Ich und Lenstedt machen das schon. Oh, oh. Ei, wow. Ah. Der tut aber weh. Okay. Aber so weit war ich doch gar nicht weg. Ist doch Quatsch. Ja, finde ich gerade auch komisch, dass du nicht dabei bist. Aber... Naja, hat geklappt.
Sehr gut. Ja. Oh, Levelaufstieg hat sich meine HP gleich wieder aufgefüllt. Oh, ja, wunderbar. Plus 4 Intelligenz. Ja, die ist besser als meins. Sehr schön. Freundschaftsring. Oh. Ach, Unterstützungsreichweite ist gar nicht so schlecht. Könnten wir vielleicht wirklich irgendwann mal brauchen. Okay. Das wäre jetzt zum Beispiel, jetzt hätten wir es gebrauchen können, wo du nicht dabei bist. Achso, du meinst, das wirkt sich auf aus der Karte? Ja. Das kann man dann mal benutzen, falls vielleicht mal wirklich irgendwie so eine Situation kommt, dass du unbedingt dabei sein musst oder irgendjemand. Ja. Die Items sind schon cool. Also die haben schon echt coole Fähigkeiten, finde ich. Durchdachte. Ja, das Spiel, das ist schon echt cool geworden. Muss ich sagen. Viele Gegner, geiler Loot. Ja. Macht schon Spaß, ja. Man freut sich auch über den Loot. Und man ist auch so wirklich so, dass man überlegt, okay, will ich jetzt lieber diese Fähigkeit von dem Gegenstand haben oder von dem anderen? Ich finde sowas toll. Wenn es nicht nur einfach ist, okay, der Gegenstand macht 12 Schaden, der andere macht 14. Hey. Genau, ja. Findest einen geilen Bogen, der ist nach dreimal weg, ja. Ja gut, das war Pech. Vielleicht haben sie ja hier... Oh, auf jeden Fall haben sie Pflanzen. Ja, dann kaufe ich mal eine neue Gottesbart, auch wenn der super teuer ist. Ich glaube, die werden echt teurer. Ginseng brauchen wir nicht. Goldwurzel. Fokus, ja. Goldwurzel wäre auch gut. Noch mal eine. So, und jetzt bin ich pleite. Mehr geht nicht. Okay. Dann Dienste brauche ich nicht. Questbrett. Oh, hier gibt es Quests. Okay. Chaos reduzieren ist Quatsch. Gegenstand? Ja, nee, Moment. Da oben kommt wieder so... Ich hab Totenkopf, ne? Aber ich glaube, das ist wieder eine Geißel, oder? Ja, gut, kann ist sein. Ist der ja. nicht die Geißel? Und guck mal hier, wo das Giftmoor steht. Da links daneben. Ist das nicht das Chaos-Level? Die 3? Giftmoor? Na, wo jetzt Giftmoor steht, wo rechts sind unsere Herzen, links ist Chaos-Level. Und da sind doch 3 Chaos. Ja. Ist das nicht das, was wir reduzieren? Weil das da oben ist doch nicht, eine Zeitleiste. Ah, das da ich glaube, diese 3 Anzeigen sind dafür da, wenn du dreimal das Chaos irgendwie nicht verringern kannst. Ah, das okay. Feierabend. Ja, ist. Gut, das stimmt. Macht mehr Sinn, ja. Okay. Das kann sein, ja. Ja, oder? Ich guck mal kurz. Gegenstand wäre ein. Oh, wow. Ein hübsches Katana, aber gut. Katana? Ja, 25 körperlicher Schaden, Ausfallschritt, Schlitzen, 3 Riposte. Aber. Der Riposte ist Gegenangriff. Mhm. Ja, ist also Konter. Ob du das lieber haben willst oder deine Waffe behalten möchtest? Du hast die Streitaxt. Deine Streitaxt macht eigentlich mehr Schaden. Und du kannst Elite-Tür einschlagen. Ja, okay. Dann vielleicht doch lieber Chaos reduzieren? Oder Gold- oder Gruppen-EP wäre halt auch noch. Oh, Chaos reduzieren ist auch direkt hier. Also, die sind wahrscheinlich alle hier im Giftmoor, nehme ich an. Entscheid du. Ja komm, wir können ja das mit dem Chaos reduzieren machen, dann sehen wir auch gleich, wenn wir es geschafft haben, ob der da wirklich weg ist dann. Also das Ereignis, was hier gerade näher kommt. Ja. Also, die Quest ist, meine Quellen berichten mir, dass eine Gruppe Kultisten im Reich das Giftmoor gesichtet wurde. Niemand weiß, was genau sie vorhaben, aber sie auszulöschen wird sicherlich dabei helfen, das Chaos zurückzutreiben. Das muss ja hier jetzt irgendwo... Ach da unten gleich. Perfekt. Das passt doch wunderbar. Sehr schön. Gut, dann bin ich durch. So, was mache ich jetzt? Ja, 2 Felder weit gehen, super. Toll. Ja, naja. Ja, ich bin halt schwer beladen mit Waffen und so. Um euch zu verteidigen. Mhm. Ich habe meine Gitarre dabei. Gab es da einen Bogen oder so? Nee. In der ja, oder? Achso, ich habe jetzt gar nicht so wirklich. Musst du nochmal gucken. Ich habe jetzt wirklich nicht auf Waffen geachtet. Ihr könnt auf jeden Fall mal ihren Fokus aufladen, die Landstand. Ja, das war. Oh, ein Grab am Wegesrand. Okay. Hm. Naja, mach mal. Ja, Fokus hat sie leider nicht. Naja. Oh oh. Alleine? Oh, der ist gar nicht so... Oh, Level 7. Ich kann fliehen. Ja, ist vielleicht besser, wa? Also, weiß ich nicht. Ja, der ist Level 7. Mhm. Aber der hat ein super geiles Schwert. Ja, oh, ob man das kriegen würde? Wahrscheinlich, oh Gott. Willst du es mal probieren? Du kannst doch noch fliehen, wenn du schon ein paar Mal angegriffen hast, oder? Oh, der war nicht schlecht. Ja, ja. Oh Gott. Oh nein. Oh, der hat auch noch so ein Glück. Oh nee. Oh Gott, nee, das ist zu krass, ne? Wenn er jetzt nochmal genauso trifft, bist du weg. Ja, macht er bestimmt nicht. Oh, Rückschaden bekommen. Sie nimmt... Mist. Oh, du musst fliehen. Du musst fliehen. Du überlebst das nicht. Ja, gut.
Oh, ich dachte gerade ganz an. Ach, da freut er sich, ja. Ja, naja. Gut, dass man den nichts geben muss. Nur, I'll be back. Kann sie noch was machen? Nee, komm nicht in die Stadt, verdammt. Das Grab ist sogar noch da, ne? Mhm. Okay. Ja, lass mich mal reingehen. Da gibt er aber auch Fresse. Ja, ist jetzt doof. Ich komme gar nicht dran vorbei. Geh doch noch ein bisschen shoppen. Brauch halt nichts. Also ich kann mal gucken, ob es da einen Bogen gibt für Dings, aber ich kann mir halt nichts. Nee, da gibt's auch keinen Bogen. Jetzt kommt wieder das Chaos da oben. Ah, ja, das ist das Chaos, ja. Und das andere ist wahrscheinlich die Geiste dann. Okay. Ja. Ja, ich kann gar nichts machen jetzt. Verdammt. Das ist ja jetzt blöd. Weil wenn ich jetzt da hingehe, läuft es wahrscheinlich nicht anders als bei der gerade. Und ich komme hier nicht drum rum. Du könntest das Moormonster angreifen, da links. Ah, da wäre ich auch ganz alleine. Ja? Ja. Das sehe ich ja nicht. Ist tatsächlich nur die beiden Felder, die drumrum sind. Will ich jetzt mal die Zeit einfach verstreichen lassen? Habe ich gerade ein bisschen. Kannst du nicht nur. Ah, nein, du hast doch kein Gold mehr. Ja, kannst du nur verstreichen lassen. Ja, komm du mal her. Das steht da aber auch richtig blöd gerade. Wo ist er? Der Lustige, du. Komm mal her, du. Ach, ich hätte ja Fokus benutzen können, bin ich blöd. Daran habe ich nicht gedacht. Dann wäre vielleicht auch besser gewesen. Oh, ist ein anderer. Auch schöne Waffe. Schöne Sense. Au. Das sind aber böse Viecher. Level 5. Oh, sehr schön. So macht man das. Dass die Sense getroppt hat, das wäre natürlich cool. Gar nichts. Na toll, hat sich ja voll gelohnt. Blödes Viech. Kann ich noch in die Stadt gehen? Ja. Du kannst deinen Fokus. Oh, das ist aber eine hübsche Stadt. Da mit den Palmen und so. Nice. Questbrett haben wir ja schon angenommen. Mhm. Ja, kann ich auch nicht mehr machen. Okay. Was macht sie jetzt? Die Lenz denkt, sie kann ja jetzt nicht. Achso, ja, klar. Die hat ja auch genug Gold. Mhm. Oh ja. Warum habe ich null? Achso, ich habe die Kräuter gekauft. Na gut. Kann sie noch irgendwas kaufen? Ich meine, wir waren ja die ganze Zeit darauf aus, dass sie wieder einen Bogen bekommt, aber eigentlich ist sie ja mit dem, was sie jetzt auch in meiner Hand hat. War nochmal ein Schwert? Nee. Doch. Nee. Ja. Egal. Kommt es eigentlich ganz gut. Nee, Keule hat sie in der Hand, ne? Magierhut? Nicht wirklich. Stiefel der Wache? Nee. Oh, Fellstiefel. Die kaufen wir. Die sind besser als das, was da hat. Kaufen und ausrüsten. Bang. So, zack, 50 Gold. So, ich kann auch Geld ausgeben, siehst du? Ja. So, jetzt pass auf, mit ihr darfst du nicht in die Gefütze reinrennen. Da musst du davor rennen. Ja. Ja, ich bin ja nicht bescheuert. Ja, kann man ja mal vergessen, dass die eine nicht immun ist. Hm. So, ich guck noch mal ganz kurz in der Stadt einmal. Nee, doch, da. Richtig. Robe des Lehrlings, ja, die kann. Warte mal. Hä, habe ich die noch gar nicht? Ist das jetzt die neue? Ja, so. So, anders aus. Da. Robe des Lehrlings kann dann weg. Kann noch was weg. Nee, weiß ich noch nicht. So, dann kann ich loslatschen. Okay, ja, dann müssen wir jetzt erstmal das Moormonster da weghauen, ne? Wer macht jetzt mit? Ach, niemand außer mir, ne? Das ist natürlich doof. Bei wem? Bei dem Moormonster oben, was noch vor unserem eigentlichen Ding steht. Nur du? Ja, dann warte ich hier erstmal, bis ihr dabei seid. Das ist mir zu wenig. Ich komm schon. Inspirieren, schön. Ich glaube, das ist hier im Moor ziemlich eingeschränkt. Ja, hier steht auch immer so viel Zeug rum und. Ist immer nur das nächste Feld. Ja. Beim Kampf. Ah, zu zweit? Glaube, ja. Zu zweit schaffen wir den. Ja, ja. Mal gucken wir an. Was hat denn der da auf der Schulter? Was ist denn das? Ein festgewachsener Papagei. Oh, ich mach 20 Schaden jetzt. Krass. Das ist nicht schlecht. Nice. Ja, die wird immer besser. Boah, trifft da natürlich alles.
Das sind hier zwar wenig Monster, aber die machen echt guten Damage. Also darf man nicht unterschätzen. So, bye bye. Ich brauche unbedingt eine Heilung. Gut. Jo, teilen. Plus 3 Stärke. Ich pack's erstmal ein. Sumpfstiefel. Oh, ach, ach guck mal, macht auch Giftimmunität. Könnte die Dings nehmen. Geschwindigkeit für sie vielleicht auch nicht schlecht. Ich guck grad nochmal. Na gut, ist jetzt nicht unbedingt für Dings, aber. Schauen. So. Ah, dann kannst du ja schon da in die Krypta. Ja, können wir als Gruppe runtergehen, ja. Mhm. Du bist ziemlich angeschlagen. Das mache ich gleich. Man kann ja immer vorne nochmal. Ich habe ja Heilungskräuter dabei und so. Okay. Ich hätte mehr kaufen sollen. Achso, ging ja nicht, hatte kein Geld. Hm. Gehen wir erstmal auf den Schaman? Ja, ne? Ich weiß nicht, was der kleine Ghoul da so kann. Ja, schade. Schade. Stimmt, ich habe jetzt leider auch keine Flächenschadenangriffe mehr. Boah. Okay. Boah. Mies. Was heißt denn geschützt? Na, entweder machen wir weniger Schaden oder Schaden sogar des nächsten Angriffs. Negiert? Was heißt denn jetzt negiert? Negiert. Also du machst keinen Schaden. Du musst erst einmal das Schild weghauen. Das heißt negiert. 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 Parlez-vous français? Also was mache ich jetzt? Ich muss mich jetzt erstmal heilen. Ja, ja, wir müssen die Schilde runterhauen. Geht nicht. Hast du ein Flächenschaden-Ding? Nee, ne? Nö. Na, dann müssen wir jetzt erstmal gegenhauen. Macht jetzt halt nichts. Ah, das Schild geht dann halt weg. Wenigstens. So, jetzt ist er nicht mehr geschützt. Ah. Das heißt trotzdem negiert. Nee, negiert heißt. Das heißt negiert. Negieren. Negiert. Nein. Wer ist hier die Germanistin? Sacre bleu. Ui. Okay, der muss jetzt echt mal weg, der Schamane da. Gut. Kannst du jetzt nicht deine Waffe wechseln für einen Schadenangriff? Also für einen Flächenangriff? Ja, ich weiß halt nicht, ob dein Zug weggeht oder nicht. Das habe ich ein bisschen Angst. Ich würde jetzt halt erstmal gerne den Schaman weghauen. Das hätten wir vorher mal testen sollen, verdammt. Hm. Ja, dann machen weg. Ja, ich habe jetzt echt Angst, dass denn nachher kann der nochmal. Das hier ist mein Angriff. Muss mal jetzt gucken, was mein Angriff eigentlich ist. So. Ach ja, Warum sagst du denn nichts? Ja, aber du kannst jetzt den Mehrling angreifen und dann weghauen. Oh, ja, das war der Plan. Genau. Das war gut. Da kam der Crit genau richtig. Aua. Oh, ach, Gott. Ja. Muss ich wieder heilen. Ich hab keine Heilungssachen mehr. Ach ja, brauchst du ja dieses doofe Kraut. Ja. Verdammt nochmal. Ja, da hätte ich vielleicht doch nochmal Kräuter kaufen gehen sollen. Ich hatte nur eins. Das war vielleicht doch doof. Machen wir vielleicht gleich nochmal. Wieder herstellen war ja leider keine Heilung. Oh, das war gut. Ah, zurückgeschlagen, das blöde Viech. So, jetzt aber nicht mehr. Levelausstieg. Oh ja, das bräuchte ich. Oh ja, da bin ich noch so weit von entfernt, verdammt. Hm. Schade. Oh, für dich nix? Nee. Moment, ich guck kurz mal in mein Inventar rein. Wiederherstellen, zielfreundlich, kurieren. Aber steht echt nicht, was eigentlich kuriert wird. Sehr seltsam. Hm, Zeltlager? Für dich, damit du dich erholen kannst? Achso, ja, was blöd, ne? Ja, kann einer von uns machen. Wer das macht, ist ja egal. Ja, ich habe schon bereit geklickt, ich kann nichts mehr machen. Ich kann auch keins machen. Verdammt, warum? Na, muss man wahrscheinlich in einem bestimmten Raum sein für... Da kommen wir natürlich auch gleich wieder die nächsten Gegner.
Wir sind bei 30 Minuten. Nach denen hier müssen wir Pause machen. Ja. Das müssen wir jetzt zu Ende machen, das Dungeon. Da war eine lange Folge. Okay. Ah, verdammt. Minus 1, super. Ah, das ist jetzt wirklich ärgerlich. Heilung geht nicht mehr. Wiederherstellen bringt da nichts. Reflektieren ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das probiere ich mal, ob ich damit keinen Schaden mehr krieg. Verpuffen. Aha. Alles klar. Ja, das war was. Ja. Ah, gut. Oh Gott. Muss ich hier gerade nochmal gucken. Habe ich das auf den falschen gemacht? Reflektieren. Zielfreundlich. Nee, ich habe das auf mich gemacht. Das ist irgendwie seltsam. Okay, aber ich mal jetzt angreifen. Ja, gut. So, dann dürfte er jetzt gleich weg sein. Oh nein, doch nicht auf mich. Warum? Na gut, minus eins, okay. Ja. Sehr schön. Oh, gut, jetzt macht er einen Crit-Schaden. Oh, ich könnte echt ein Level abgebrochen, aber das wird wohl nichts mehr. Tanzende Nessel auf Reisung plus 4 Bewegung. Ja gut, das bringt jetzt nicht viel. Rüstung. Naja. Ich überlege gerade, ob ich mal lieber die andere Waffe nochmal anziehe, einfach um die Gegner zurückzusetzen. Weil gerade bringen mir ja die anderen Fähigkeiten nichts. Ja, mach das. Macht zwar dann selber halt keinen schönen Schaden mehr, aber ja, ich glaube, die hätte ich jetzt ganz gerne, das zurücksetzen. So, mussten wir die jetzt nochmal aus? Kann ich noch was anderes machen, um mich besser zu verteidigen? Gruppenheilung bringt ja gerade auch nichts, weil wir kein Kraut haben. Da kann ich ja auch was anderes nehmen. Hm, das ist Schmuck. Ja, dann nehme ich nämlich das Stundenglas. Du kannst von Landstand kannst du noch ein Kraut haben. Ach, ja, natürlich. Ja, her damit. Dann kann ich ja die Gruppenheilung wieder machen. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Oh Gott, danke schön. Gut. Okay, dann kann ich jetzt wieder einmal heilen. Sehr gut. Was kann ich noch? Achso, dann kann ich die Gruppenheilung doch wieder das Ding reinmachen. Moment. Was war das jetzt? Das war das hier. So, Gruppenheilung wieder rein. Ja, ansonsten kann ich auch nicht viel machen. Nee. Okay, dann... Ich kann sogar jetzt eine Gruppenheilung schon machen, wenn wir wollen. Aha, okay. Dann ja, vielleicht im Kampf dann gleich. Ja, ich lass mal noch. Oh. Wir haben alle Lockpicks, ne? Oh, ich kann sogar identifizieren machen. Kann auch benutzt werden, um Mimics zu identifizieren. Aber was bringt mir das, wenn ich den identifiziere? Ach, ja, ich verstehe, um Mimics zu identifizieren. Das könnte eine Kiste sein, die uns angreift, anstatt ein Item zu haben. Ja, da ist ein Totenkopf drüber. Ist bestimmt ein Mimik. Ist drüber? Ja, da, ich sehe das gerade nicht. Bei mir ist gerade die... Achso, jetzt sehe ich es. Im Torbogen. Komm, ich mach's einfach mal. Mimik-Truhe, tatsächlich. Identifiziert. Ja, wusste ich doch. Ja, aber was heißt das jetzt? Wir müssen ja trotzdem öffnen, oder? Wir können ja nicht vorbeigehen. Was bringt mir das jetzt, dass ich die identifiziert habe? Was kannst du denn jetzt entscheiden? Öffnen oder nicht öffnen? Ja, ich oder? Kann jetzt öffnen oder aussetzen. Aber ich kann nicht sagen, wir gehen dran vorbei und lassen die Truhe. Aber wenn du jetzt öffnest, dann machst du Schaden. Dann sollte ich vielleicht lieber den Schaden nehmen. Ja, ich habe ausgesetzt. Ja, da ist er nämlich. Ah, wir müssen alle gegen die kämpfen. Okay, naja, irgendwie seltsam. Warum kann ich die denn identifizieren? Oh, ich kipp gleich um. Ich muss heilen. Das war jetzt sinnlos, die zu identifizieren. Ja, irgendwie. Naja. Hätte ja nur Sinn gemacht, wenn wir jetzt hätten entscheiden können, dran vorbeizulaufen. Naja, gut. So. Heilen wir uns mal. Gut. Ja. Vielleicht können wir ja auch unterwegs nochmal ein Zelt benutzen. Manchmal ging das ja hier auch mit dem Zelt. Ja, ich glaube am Ende des Ganges, da können wir das machen. Mhm. Oh, sehr schön. Na, ist die jetzt weg. So. Sehr gut. So,
Dann kann ich jetzt mein Item gleich wieder wechseln. Nee, für mich nicht. Aber sieht schick aus, Mensch. Oh, was ist das? Ermutigen. Ist ja eigentlich was für mich, ne? Ja, dann nehme ich das mal statt der Gruppenheilung. Die bringt mir ja gerade eh nichts, weil ich ja eh kein Blatt mehr dafür habe. Dann rüste ich die gleich aus. Moment. Ja, die Waffe behalte ich so. Was ist denn das jetzt hier mit dem Ermutigen? Ich muss mir das kurz mal angucken. Ach, kann ich nicht. Ach, das kann ich nicht angucken. Oh, das ist ja doof. Na gut, gucken wir uns gleich an. So, Zelt geht noch nicht, ne? Nee, okay. Ne. Dann mal gucken, ob es gleich geht. Jetzt eigentlich müsste. Ja, Gruppenpause, sehr schön. Gruppenpause, ja. Dann mache ich das mal. Aber Fokus habt ihr nicht wiederbekommen, ne? Schade. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ich glaube aber nicht. Das ist blöd, ich dachte, ihr kriegt auch den Fokus. Ich glaube, wir müssen jetzt aber eine Pause machen, ne? Ach so, oh Gott, wir sind schon bei 36 Minuten, natürlich. Okay. Naja, ich glaube, wir können jetzt auch nicht speichern hier im Dungeon, das heißt, wir müssen noch eine Folge. Ja. Also Leute, wir spielen noch eine Folge. Eigentlich wollten wir nach der Folge jetzt Schluss machen, aber das Dungeon machen wir jetzt auf jeden Fall. Wir können ja auch, glaube ich, nicht speichern oder so. Ja, glaube ich nicht, ja. Ja, also das machen wir noch, damit ihr auch nicht enttäuscht seid. Also, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss.